Wir waren eigentlich am Arbeiten und haben gesehen, dass der da runtergelaufen ist, einer Dame unterm Arm, und haben eigentlich nur gesehen, dass er Richtung Kurdor gelaufen ist. Und ein aufmerksamer Passant hat die Situation recht gut eingeschätzt und hat ihn dann so von hinten im Fuß getreten, ist er zu Fall gekommen, die Geisel hat sich befreien können, die ist gleich in Sicherheit gewesen. Und er hat die Tatwaffe fallen lassen und ich glaube auch irgendeinen Sack, wahrscheinlich das Geld. Und dann ist die Polizei wahrscheinlich hinterher, ist raus aus dem Auto und haben eigentlich dann ums Eck gestoppt. So kurz vor dem Kurator ist dann aber die Polizei auf der anderen Seite auch schon gestanden. Und die Geisel wurde dann bei Ihnen im Geschäft behandelt? Ja, die haben wir dann da raufgeholt, weil sie total fertig waren. Die Rettung ist hergefahren und dann hat man uns gebeten, ob man die da drinnen erst versorgen kann. Das war kein Problem und die Geisel war bei uns drinnen dann. Wurde vom Rieseninterventionsteam bzw. von der Rettung dann erst versorgt, so gut es gegangen ist. Der Geisel ist recht gut gegangen. Sie war halt im Schock. Ich nehme an, dass das dann später schlimmer geworden ist. Alles klar, danke.